hängen. Wir wollen immer noch diese komischen Laternchen, aber dafür müssen sie den Rest erstmal bauen. Ich meine, 6 Stück haben sie jetzt schon gebaut. Ich habe aber, glaube ich, ein paar mehr hingestellt gehabt. Ja, da. Können wir hier nochmal ein bisschen hinstellen. Da diese dichtgestellten Häuser ja immer ein bisschen schlechte Laune verbreiten. Weil das ja dann so Ghetto-Wohnblock-mäßig rüberkommt. Nun ja. Können wir hier nochmal ein bisschen gute Laune machen. Was man noch machen könnte. Ja, Erz brauchen wir ja im Moment nicht. Also brauchen wir auch keine. Oh ja, sie wollen jetzt Wiesen haben. Kann ich nochmal hier eine hinstellen. Und wo haben wir hier noch genug Platz? Hier hinter. Schickt Truppen in unsere Dörfer. Sie dürfen dem Einfluss der türkischen Griechen nicht nachgeben. Ui, ist das groß geworden. Das ist natürlich extrem. Hier wirklich nicht? Ah, das ist ja schade. Ich würde ja gern hier noch irgendwo was hinbauen, aber das ist überall rot. Da unten ist ja egal. Hauptsache sind Felder da. Und wenn es an Hängen ist, praktisch für mich kaum Platzverschwendung. Da kann ich auch nichts mehr hinbauen. Hier kann ich überall noch bauen. Komisch, dass die ganze Zeit diese Vergnügungswiesen haben wollen. Ach komm, irgendwann ist auch mal genug hier. Oder will jeder einen Platz auf so einer Wiese haben? Ach, unglaublich. Dann opfere ich nochmal den Platz. Ja, und jetzt wollen sie wieder Lichter haben. Wir haben jetzt 16 Wiesen und 16 Lichter. Allerdings sind die Wiesen immer für 10 Nutzer. 10. 10. Ach, stimmt ja, das war's. Da können immer nur 10 Nutzer drauf. Das kann ich nämlich hier einfach so kleine Wiesen hinsetzen. Und 10 Nutzer. Und 10 Nutzer. Das ist einfach so simpel jedes Mal. Weil da immer 10 Leute drauf können. Egal wie popelig klein die ist. Ich meine, da ist jetzt eine. Die ist so klein, da kann von der Fläche her nicht mal 10 Leute drauf. Und trotzdem steht da, dass da 10 Leute drauf kommen. Ist schon cool am Ende. Okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen. Hätte auch was aus dem Lagerhaus nehmen können. Stimmt schon auch wieder. Naja. Ups. Können wir noch hier die Häuser fertig bauen. Und das wäre dann. Die Griechen haben die Wikinger beide gleichzeitig und uns Demut gelehrt. In der letzten Schlacht kämpfen wir auf ihrer Seite. Jawohl. Nicht einmal die Kunst des Krieges war gegen diese Griechen von Nutzen. Sie haben unseren Respekt verdient. Aber die Azteken besiegen sie nur mit List und Tücke. Wenn sie klug sind, können sie die aztekischen Epen aufhalten. Doch dazu müssen die Griechen die Wüste durchqueren, um zu den aztekischen Opferstätten zu gelangen. Reise mit der goldenen Schriftrolle nach Tezatl und sei aggressiver! Sehr schön. Damit hätten wir auch Landnummer Schlag mich tot erwischt. Und was wir jetzt haben, ist sehr viel an Tribut. Mist. Und ich dachte, ich könnte mir das kaufen. Okay, was hatten wir denn noch als Sachen hier? Schützen, das ist ja jetzt wurscht. Verliere keinen, das kriege ich am Ende. Mache alle Männer zu Soldaten und übernehme 4 Städte quasi. Dann bleibt es nochmal 20.000 für. Das ist sehr praktisch. Da schaffe ich mir einfach eine kleine Armee. Kleine nochmal. Moment.
gegnerische Kreatur, Kämpfe. So. Und jetzt zwei Sachen. Erstmal, ich muss aufs Klo. Und zweitens, ich mache jetzt eine Aufnahmepause, damit ich aufs Klo kann. Und damit die Synchronität bleibt, weil das ja nach einer Stunde oder zwei auseinander geht. Deswegen einmal Spiel speichern noch zusätzlich. Machen wir auch immer jetzt dann noch ein zweiter Spielstand war. So, Spiel gespeichert. Und dann, ja, bis gleich. Obwohl, Pause und jetzt bis gleich.